Let it snow, let it snow, let it snow. Oh, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Neue Folge. Wir wollen Weihnachtsmann und Koga G natürlich noch das letzte Teil bauen. Und zwar den Schlitten von unserem lieben Weihnachtsmann mit seinen drei Rentieren. Ich glaube, das passt hier noch ganz gut hin. Wir haben ja auch noch eine Startbahn. Da müssen wir es vielleicht auch aufstellen oder vorm Häuschen stellen. Na, wir können es ja hinstellen, wo wir wollen. Vielleicht auch in der Luft. Aber ich würde sagen, Blöcke in die Hand. Auf geht's. Na gut, dann wollen wir mal den Schlitten vom Weihnachtsmann basteln. So sieht er schon mal so ein bisschen aus. Und wir wollen ihn, sag ich mal, jetzt hier nicht vor unserer Hütte bauen, sondern perfekt hier auf unserer Startbahn. Es geht ja auch los, dass wir erstmal den Schlitten bauen. Und für den Schlitten holen wir uns Birkenholzstufen raus, davon die Treppen. Dann holen wir uns die Würtreppen raus und Stufen, denn der Schlitten ist ja so ein bisschen grünlich. Gut, wir haben noch nicht so ganz und gar grüne Treppen, von daher müssen wir die Würstufen nehmen. Gut, dass wir da auch noch Falltüren und Schäder haben. Ja, dann holen wir uns noch eine rote Niederziegelried-Treppe raus und ja, ein paar Ketten, ganz einfach für das Gespann von unseren Rentieren. Unser Schlitten hat, sag ich mal, eine Breite von 3 Blöcken, das heißt, wir haben eine schöne Mitte. Wir fangen dann erstmal an, würde ich sagen, vom Schlitten hinten unsere Kufen uns einmal hinzusetzen. Dann nehmen wir erstmal ein paar Stufen an sich, dann setzen wir dahinter gleich eine Treppe ran. Da kommen dann wieder Stufen dazwischen, dann setzen wir eine Treppe ran. Ich sag mal, bei den Treppen, die gucken sich immer mit dem Rücken an, ne? Das würde uns die so einmal machen. Davor setzt ihr dann wieder eine Stufe. Und da setzen wir dann jetzt einfach mal 2 umgedrehte Treppen davor hin. Ne, dass wir jetzt, sag ich mal, hier so ein bisschen die Kufen uns nach oben natürlich nach oben so wellen. Das heißt, wir machen die andersrum. So, ups, nicht so, sondern so am besten, ne? Dass die, sag ich mal, unten einmal umgedreht sind und dann drehen wir sie nochmal um, dass sie dann zur anderen Seite gucken. Ne, ganz einfach. Machen wir auf der anderen Seite genauso. So, schicke. Sobald wir das haben, kommen wir jetzt zu unseren, ja, Schlitten an sich. Da setzen wir gleich hier vorne einmal ran auf unseren Treppen. Einfach ein paar, ja, Würtreppen hier einfach mal davon. Dahinter könnt ihr gleich 2 Stufen euch setzen. Und in der Mitte setzen wir gleich den Sitz vom Weihnachtsmann hin. Da machen wir einfach eine Treppe hin. Dann setzen wir hier einfach mal nochmal 3 weitere Treppen hin. Die Treppen machen wir jetzt aber so, dass sie sich hier einmal so anecken an den Seiten. Dann können wir dahinter einfach mal ein paar umgedrehte Treppen uns, ups, nicht darauf, sondern dahinter. Na, treffe ich hier auch mal. Einfach hier dahinter dann ein paar schöne umgedrehte Treppen. Und darauf setzen wir dann wieder einfach ein paar normale Treppen. Dann haben wir schon mal den Grund, also das Grundmaß von unserem Schlitten. Den wollen wir natürlich jetzt noch ein bisschen optimieren. Da können wir ein paar, ja, Falltüren einfach nehmen. Die können wir einmal hinten einmal dran platzieren, ne, dass das hier, sage ich mal, ein schönes Muster hat. Das Spiel können wir auch nochmal auf der Vorderseite machen. Auch hier nochmal an den Treppen setzen wir einfach ein paar Falltüren hin. Ich glaube, die Mitte können wir mal offen lassen, weil da wollen wir ja sowieso noch das Gespann uns einmal hinsetzen. Und ansonsten nehmen wir natürlich noch ein paar Schäder und können die hier an der Seite nochmal anbringen. So, auch hier bei der Stufe können wir es machen und hier oben will ich auch nochmal eine setzen. Ja, das machen wir auch nochmal auf der anderen Seite ganz einfach, dass wir hier auch nochmal so 3 Schilder jeweils hier hinsetzen. Gut, dann haben wir unseren Schlitten schon mal fertig. Kommen wir jetzt zum Gespann. Da fangen wir jetzt hier vorne einfach mal an, dass wir an der Treppe mal 1, 2, 3, 4 Ketten uns hinsetzen. Ab der vierten setzt ihr hier so eine Strebe dazwischen einfach mal hin. Ja, das ist dann immer, sage ich mal, hier der Platz für das erste Rentier. Und das machen wir dann noch 2-mal. Also wieder 1, 2, 3 und 4. Und ab der vierten wieder Kette einmal dazwischen. Gut, dann machen wir nochmal. Also 1, 2, 3 und 4. Wunderbar. Und ab der letzten hier vierten kommt nochmal eine Kette dazwischen. Die andere Seite ziehen wir natürlich hinterher noch. Und dann haben wir hier unsere 3 Plätze für die Rentiere und können erstmal das Blockmaterial wieder austauschen. Für unsere Rentiere verwenden wir eigentlich immer das gleiche Material, nur in einer anderen Farbe. Wir brauchen Zauntor, Betonblöcke in Grau. Also hellgrau, dunkelgrau und hellblau. Ich nehme auch ein bisschen trockenen Beton. Das ist ganz gut für Rudolf, das passt ein bisschen zum Fell. So, wir fangen aber erstmal an, dass wir die Rentiere immer die Füße bauen. Und da setzen wir jetzt einfach immer 2-mal Zaun. Ne, immer vor unserer eigenen Gitterstrebe hier. Und das können wir immer nach vorne einmal aufmachen. Ne, immer schön die 2 Zäune hier hin. Und machen wir noch einmal. Zack und zack. Gut, dann setzen wir hier gleich einmal drauf unsere Betonblöcke. Ne, die formen wir uns ja einfach mal so leicht zu so einem Rentier, und da könnten wir eigentlich vorne uns die Nase machen bei den Rentieren mit so einem Schalker-Box, weil ich finde das ganz cool, weil ja, sag ich mal, die Nase vorne ja sowieso so eine andere Farbe hat und das kriegt man halt eigentlich nicht ganz dargestellt mit anderen Blöcken. Da finde ich den Schalker ganz, ganz nett, so als Schnauze zu machen von den Rentieren. Das machen wir eigentlich bei jedem jetzt hier einfach. So, zweite auch hier ganz einfach wieder Form und auch hier setzen wir einfach die Schalker-Bots vorne hin. Ja, schön als Schnute. Und hier machen wir es auch. Und das Schöne ist es einfach hier beim trockenen Beton, da müssen wir nichts aufachten. Das Zauntor hält ihn und hier vorne die Kette hält ihn auch. Passt also. Ja, ich würde sagen, hier können wir auch ruhig beim Rudolf, ups, beim Rudolf hier auch nochmal die Schnauze hier so einfach mal machen mit einer Box. Gut,
Dann passt das schon mal. Und dann wollen wir die Rentiere natürlich ein bisschen besser gestalten. Und dafür brauchen wir nicht allzu viele Sachen. Zum Beispiel holen wir uns einfach einen Hebel raus, den wir einfach hier als Schwänzchen benutzen für unser Rentier. Ihr seht, das passt ja alles schön perfekt hin. Dann nehmen wir natürlich noch ein paar Steinknöpfe oder hier ein paar, ja, was ist das hier? Schwarzsteinknöpfe. Die nehmen wir einfach mal als Auge für unsere Rentiere. Dann können wir natürlich noch unseren Rentieren Geweih verpassen. Nehmt da einfach eine Koralle, ne, welche euch da am besten gefällt. Guckt da einfach mal. Und dann verpassen wir Rudolf natürlich noch seine rote Nase mit einem Gegenstandsrahmen und, ups, so einen, na, Redstone-Block. Tja, und so schnell kann man sich den Weihnachtsschlitten von Weihnachtsmann und Kuckucki basteln. Und dann wollen wir mal gleich auf Mission gehen und ein paar Geschenke verteilen. Los, Rudolf! Los, Donna! Los, Blitzen! Hey, hey! Wir haben es geschafft! Weihnachtsmann und Kuckucki ist jetzt komplett. Wir haben hier alles gebaut, was man so kennt aus der Serie. Gut, es gibt noch so einzelne Sachen, so Häuser oder so Pipapo. Aber ich denke mal, wir sind uns ja nur für den Hauptteil. Das ist der Weihnachtsmann mit seinem Häus, mit seiner Werkstatt, mit auch seinem Nachbarn Grantelbart. Der darf da noch nicht fehlen. Und natürlich auch der Weihnachtsschlitten, den wir jetzt haben. Ich glaube, die Landebahn, da muss ich nicht extra ein Video machen. Ich glaube, so einen Tannenbaum kriegt die da hin. Aber ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche dir natürlich jetzt viel Spaß beim Setbau. Ne? Ich verlinke dir nochmal jeden Teil, damit du, sag ich mal, dir dein eigenes, ja, kleines Weihnachtsdörfchen hier so basteln kannst vom Weihnachtsmann und KuckucKG. Aber ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche dir viel Spaß beim Basteln und dann wünsche ich dir schon mal frohe Weihnachten. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.